Emilio Balak wurde nur 18 Jahre alt. Sie ist die erste Person aus dem engeren Familienkreis, die nun öffentlich Stellung zur tödlichen Quad-Tragödie um Emilio Balak, 18, nimmt. Während Michael Balak und Ex-Frau Simone Mekibalak derzeit Seite an Seite mit ihren verbliebenen Kindern abgeschottet von der Öffentlichkeit um ihren zweitältesten Sohn trauern, versucht auch Michaels einstige Langzeitfreundin Natascha Tannis, mit den schlimmen Gefühlen klarzukommen. Anders als die restlichen Familienmitglieder nutzt sie ihren Instagram-Kanal als Ventil. Sichtbar für ihre rund 80.000 Follower nimmt sie nun Abschied von Emilio. Kaum etwas war bekannt über den 18-jährigen Sohn von Michael Balak. Immerhin hatten der einstige Kicker und seine Ex-Frau Simone stets darauf geachtet, ihre drei gemeinsamen Kinder nicht vor der Presse zur Schau zu stellen. So wuchsen Emilio und seine zwei Brüder Louis und Jordi ganz privat und bodenständig am Starnberger See unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf. Auch im Netz existieren nur wenige Fotos des Trios. Jetzt bekommen Fans der Familie aber einen ersten Eindruck, wie Emilio vor seinem tragischen Tod im Urlaub auf Portugal getickt hat. Michaels langjährige Partnerin Natascha Tannis, die von 2015 bis 2019 Teil der Patchwork-Familie gewesen ist, gibt in einem Abschiedsposting auf ihrem Instagram-Kanal Einblick in den Charakter und die Persönlichkeit des verstorbenen Jungen. Zu einer ganzen Galerie an Schwarz-Weiß-Fotos schreibt sie, als ich dich zum ersten Mal getroffen habe, warst du gerade einmal 12 Jahre alt. Du warst ein außergewöhnlicher Teenager, so einfühlsam, mitfühlend, klug, gutherzig, gut in allem, Golf, Basketball, Fußball. Du hattest eine unglaubliche Persönlichkeit, deswegen warst du immer beliebt. Und noch eines sei ihr schon an dem kleinen Emilio aufgefallen, du hast einfach alle zum Lachen gebracht und jedem ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Weiter schreibt sie, du hast deine Jugend wie ein Engel gelebt, und nun geht du als einer. Eine Sache scheint Emilio übrigens von seinem berühmten Papa, der einst sogar als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft agiert hat, geerbt zu haben. In ihrem Abschiedsbrief schwärmt Natascha weiter, Durchschnitt zu sein, kam für dich nicht in Frage. Ich war überzeugt, dass du bei allem, was du anstrebst, erfolgreich sein würdest. Und das warst du, dein ganzes Leben lang. Erst kürzlich hatte Emilio immerhin sein Abitur abgeschlossen, sein Leben sollte da erst so richtig beginnen. Doch eine große Karriere blieb dem Jungen verwehrt. Es gibt keine Worte, um diese Tragödie zu beschreiben. Keine. Es ist so ein schrecklicher Albtraum, aus dem man aufwachen möchte. Du warst ein Sonnenstrahl und bist gegangen. Wie ist das nur gerecht? Versucht auch Michaels Ex, das Unbegreifliche zu verstehen.